Jetzt wird's traurig. Ganz traurig. Jetzt müssen wir ganz stark sein. Jetzt gibt's nämlich nix. Hallo, wir sind zwei Piranhas. Hallo. Und wir leben in einer Welt ohne Computerspiele. Ohne Videogames. In vorgestellt. Traurig, oder? Was? Meine Mama hat früher immer gesagt, Molz. Molz? Kennst du das? Was? Nein. Das heißt vorgestellt. Molz? Ja, wir leben Molz in einer Welt ohne Videospiele. Woll. Bergisches Land, was willst du machen? Also, na gut, also Games gehören zu unserem Alltag, aber was wäre, wenn es die gar nicht geben würde? Womit müsste man sich dann beschäftigen? Mit was anderem halt. Mhm. Ja? Und wenn man trotzdem zocken will, gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Man geht dann raus und spielt Fußball, also Ballspiele oder Brettspiele zum Beispiel. Mhm. Ne? Gesellschaftsspiele. Ja. Das ist auch eine coole Sache. Ja. Ist nicht dasselbe, oder? Nee. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, gehören Brettspiele auch zu deinem Gamer-Alltag? Und die haben Folgendes gesagt. Ich bin ja Professor an einer Hochschule für Videospieldesign und gerade im ersten Semester mache ich mit meinen Studenten immer sehr viel Brettspielgedöns. Also sie müssen auch ein Videospiel als Brettspiel umsetzen, weil ich das sehr interessant finde, weil du kannst dich auf dem Brettspiel nicht verstecken. Die Regeln müssen da funktionieren, du kannst irgendwie eine flashy Grafik drunter packen und du siehst sofort, was wie passiert. Brettspiele gehören nicht zu meinem Gamer-Alltag, aber ich finde, sie gehören dazu, wenn sie gut sind. Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe mir letztens erst Everdell gekauft, weil das gab es ja erst auf Englisch, jetzt gab es das auch auf Deutsch. Ich habe beide. Und ich finde das Spiel so wunderschön. Also Brettspiele liebe ich, es müssen aber dann wirklich auch schon diese komplexeren sein. Also Insel der Katzen spiele ich ultra gerne, Winter der Toten, wie gesagt, Everdell, sowas alles. Also ich spiele weniger Brettspiele, als ich wollen würde, aber ich spiele durchaus. Also unser Pandemiespiel war auf jeden Fall Flügelschlag. Das ist so ein entspanntes Nebeneinander herspielen ist. Aber ich mag gern Brettspiele, wo sich auch die Regeln relativ schnell erklären. Sowas wie Andor, was einfach die fantastische Regeln hat, wo du einfach losspielst und zack, plötzlich kannst du es wie so ein Tutorial und wo man nicht erst 100.000 Seiten lesen muss. Deshalb, ich habe hier, andere Leute haben wahrscheinlich so ein Pile of Shame bei ihren Videospielen, ich habe auch noch ein Pile of Shame bei Brettspielen. Scythe, erst einmal gespielt. Gloomhaven, ich finde keinen, der es mit mir spielen will. Ich würde gerne mehr spielen, als ich spiele, ja. Mit Leuten da zu sitzen, was halt im Moment echt ein bisschen schwierig ist, muss man sagen. Wir spielen es jetzt sogar manchmal online über Boardgame Arena, manche Sachen, damit man halt irgendwie dieses Gefühl nochmal ein bisschen bekommt, weil anders geht es ja im Moment kaum. Och, wenn wir mal ein Spielchen spielen, dann sind da auch schon mal Brettspiele dabei. Da verführen mich meistens Freunde dazu. Die müssen dann allerdings auch die Regeln kennen bei The Regals and the Regals. Und ich habe da keine Ahnung von, aber ich füge mich dann. Oh, wenn ich mal die Möglichkeit habe, Brettspiele zu spielen, bin ich auf jeden Fall voll mit dabei. Ich habe damals super viele Brettspiele gespielt, viel Crowdfunding-Kram und ansonsten bin ich auf jeden Fall für einen Spieleabend zu zweit oder zu viert oder teilweise auch mal zu sechst auf jeden Fall immer zu haben. Nein, tatsächlich nicht. Also dafür fehlt mir, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen leider auch die Zeit. Ich glaube, ich fände das manchmal ganz schick. Also ja, das könnte ich mir gut vorstellen, immer mal so ein Brettspiel auch zu spielen. Alltag würde ich nicht sagen, aber tatsächlich spielen wir ab und zu mit Freunden Time Stories. Das würde ich sagen, ist ein Rollenspiel, Brettspiel, macht sehr viel Spaß, kann man sich auch einige Stunden mit beschäftigen, aber ansonsten bin ich nicht so der Brettspielfanatiker. Da bin ich dann doch wieder Monitor und zock Videogames. Also, ich glaube, das weit verbreitetste, ja, bei Brettspielen ist, dass man es mit jemandem zusammenspielen muss. Ja. Mein Vater hatte damals ein Schachbrett, das habe ich auch hier, und mit so coolen Holzfigürchen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit dem Schach gespielt. Man kann auch gegen sich selbst Schach spielen, das ist aber einfach nicht dasselbe. Ja, so nicht. Das ist doch cool. Ja, aber da reagiere ja immer nur ich.
Irgendwann gab es dann Computerschach. Ah, nee, das dürfen wir ja nicht bei dem Thema. Wieso nicht? Ach, gibt keine Computerspiele. Das ist so geil. Weißt du, die machen nämlich dann Computerspiele. Ne, ich mache jetzt nur die Hälfte, weil sonst fallen die ganzen Figürchen runter. Ah, das riecht noch so nach damals. Das riecht nach Lack, nach Holzlack. Also, sowas ist ja schon geil. So, ja. Ne, gibt ja auch diese Messen und so, da geht man auch gerne hin. Kann man auch gerne spielen und so weiter. Aber wir haben ein Computerspiel. Es gibt sogar Brettspiele, ja, die man auf dem Computer spielen kann. Im Internet gegeneinander. Monopoly, Spiel des Lebens, was weiß ich, die ganzen Klassiker. Schach gibt es. Einer der ersten Sachen, die es auf dem Computer gab, waren Schach. Ja, warum hat einer das Computerschach erfunden? Weil jemand da saß, der gesagt hat, ich habe einfach niemanden, der mit mir spielen will. Hm. Ja. Ist aber traurig. Ja, oder? Ja, wie war das denn damals, als wir noch keine Computerspiele hatten? Gab es bei dir? Da musste man miteinander reden. Ja, boah, ne, man hatte Uhren und Orte, wo man sich verabredet hat, so. Ne, und Ja, okay, also ist schon ein bisschen traurig, ne? Aber was macht man denn, wenn man gerade nicht zockt? Wir hatten ja mal darüber gesprochen, auch in einem von diesen Sendungen, die wir hier gemacht haben, haben wir darüber gesprochen, dass Leute vielleicht auch mal eine Flaute haben und dann mal nicht zocken und so weiter. Machen die halt irgendeinen Kram so, ja? Ja. Aber Computerspiele, wenn es die gar nicht gegeben hätte, wie alles anfing, ja? Wie haben wir das denn gemacht? Rollenspiele gespielt. Live-Rollenspiele sogar. Mhm. Ja? Und was macht man da? Ja, also es gibt halt, also ich, mein Einstiegsdroge ins Rollenspiel war damals, ja, ihr wisst Bescheid, HeroQuest. Genau. Da hat man dann mehrere Abenteurer, die in ein Abenteuer gehen und dort zum Beispiel in einen Dungeon hineinstapfen und dort Schätze finden, Orks schlachten, Goblins hauen und ein Rätsel lösen und oder eine Aufgabe bewältigen. Und das ist cool und macht ziemlich viel Spaß. Aber auch da an der Stelle braucht es meistens einen Meister. Ja? Einen, der das Abenteuer gestaltet und mindestens einen weiteren, der es dann erlebt. Hm. Aber was ist denn mit Shooter? Die kann man jetzt nicht im Real Life spielen, oder doch? Klar. Ja, gibt ja Paintball, ne? Haben wir uns auch im Wald irgendwie miteinander irgendwie mit diesen ganzen Dingern um Ohren gehauen. Also das haben wir auch schon gemacht. Heute gibt's ja moderne Versionen, Lasertag-Gedöns, ne? Kann man auch irgendwo in solchen Räumen sich mieten? Gibt ja auch diese Escape Rooms mittlerweile und so, ne? Die funktionieren wahrscheinlich auch nicht ohne Computer, aber geht ja jetzt einfach mal darum, macht man mal was anderes als Computerspiele, ja, wenn es die nicht geben würde. So. Und es gibt mittlerweile so Knarren, die kann man in pärchenweise kaufen. Ja, Impuls irgendwie, Laser, Baller, keine Ahnung. Die haben einen Empfänger und einen Sender, Infrarot. So. Ja, da hat einer die grüne Knarre und der andere hat die blaue. Und dann kann man aufeinander schießen. Es gibt ja auch noch diese Körperpads und diesen ganzen Kram beim Lasertag. Aber die Waffen, die sind so, die können auch empfangen. Das heißt, du hast auch drei Leben da, ne, auf der Waffe. Und dann schießt du aufeinander. Und dann guckst du halt irgendwie, dass du dich schützt so lange, ne, und dann schießt und schützt und schießt und schützt. Und das ist ziemlich cool. Da kannst du auch gegeneinander halt Shooter spielen. Ne? Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Aber auch schon wieder ordentlich Technik, ne? Da ist auch wieder ordentlich Technik drin. Ja, da muss man was machen, was keine Technik hat. Ja. Papier, Blatt, Bleistift, Gedöns. Holzbogen bauen. Steinmenschen bauen. Ja, ja, gut, okay. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, irgendetwas, was man aus Steinen baut. Ja. Steinmenschen bauen. So. Das waren gar nicht weniger als 100 Leute, das waren 100. Verdummen wir mit Games eigentlich? Wären wir nicht schlauer, wenn wir weniger zocken würden? Weil das Erste, was uns einfällt, wenn es keine Computerspiele geben würde, ist irgendwie zu versuchen, Computerspiele in Real Life zu simulieren. Fällt mir gerade auf. Wir sind auch verseucht. Wir sind verseucht, ne? Oder? Das heißt also, was würden wir denn jetzt machen? Würde es die nicht geben? Würden wir dann tatsächlich versuchen, diese Sachen zu simulieren? Oder würden wir sagen, so, ich habe damit abgeschlossen, gibt's nicht mehr, Feierabend. So, Computer sind aus.
Gott sei Dank geht das Internet jetzt nicht mehr weg. Es bleibt jetzt. Ne? Es gibt auch Leute, die eine andere Meinung dazu haben, habe ich schon mal gehört. Das ist alles eine Modeerscheinung, die jungen Leute da zahlen. Geht da wieder weg. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Internet weggeht. Aktuell erstmal nicht. Hey. Aktuell erstmal nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn irgendwann die Erde in die Sonne. Erstmal nicht so. Warte mal, also vielleicht später, aber erstmal nicht so. Hm. Ja, ich glaube schon irgendwie. Ja. Gut, nächste Frage. Würden wir mehr Sport machen? Das ist aber gar keine Antwort auf die Frage. Würden wir verdummen? Nein. Ob wir verdummen würden? Nein, wir würden nicht verdummen. So. Ja, ist auch, ne? Wir haben ja auch Kinder, ne? Und die spielen ja auch. Weil die Eltern spielen, das spielen auch die Kinder. Das ist halt so. Jetzt muss ich aber mal dazu sagen, ne? Was denn? Damals, als ich noch Kind war, die Spiele, ne? Die waren erstens zu überwiegenden Teil rotzeschwer. Also du hattest immer dieses, fing an mit sowas wie, ja, wo du hier so unten düdel und alles abschießt. Wie ist das nochmal? Space Invaders. Das ist so total gemein, oder? Das ist ein Spiel, das kannst du überhaupt nicht gewinnen. Das ist nur eine Frage, wann stirbst du? Stirbst du früher oder später? Aber du stirbst auf jeden Fall. Und irgendwann kam man da dazu hin, da hatte ich sowas wie Super Mario, das fand ich total geil. Da konntest du das auch durchspielen. Aber du wurdest sehr oft gestraft. Boah. Ne? Und bist auch ständig gestorben und sowas in der Art. Es ist dann mal irgendwann sowas gibt wie Zelda. Was für eine Errungenschaft der Menschheit. Absolut. Ja? So ein Spiel, was so rollenspielig funktioniert, wo du sagst, mein Gott, ich darf hier jetzt einfach im Computerspiel sein und protteln. Das ist cool. Und abspeichern. Und speichern. Gab's ja damals nicht. Wir hatten ja nix, ne? Heutzutage, die Spiele, die es auch für Kinder gibt, sind so viel vielfältiger, pädagogisch wertvoller. Es gibt für jedes Ding ein Spiel. Mittlerweile werden Spiele in Schulen integriert, weil man damit leichter und zugänglicher Kindern schwierigere Sachverhalte erklären kann. Und das funktioniert fast intuitiv. Also ich würde sagen, ganz salopp, wenn man sich die aktuellen Studien anguckt, auch das Gegenteil ist der Fall. Spiele bereichern und machen tendenziell sogar schlauer. Und Gift ist eine Frage der Dosis, wie immer. Mhm. Das heißt, wenn man zu lange zockt, kriegt man viereckige Augen und ist dann sozialer Krüppel. Das ist aber jetzt ein bisschen böse formuliert. Vielleicht kriegt man dann auch erstmal einfach Hunger und ja, natürlich gibt es Gefahren beim zu viel Zocken. Erstmal sind Computerspiele ein Mittel, nicht nur Langeweile zu bewältigen, sondern man kann sie für alles Mögliche nutzen. Ja? Und die bereichern auch stark die Fantasie. Oder tragen dazu bei, dass man dieses Rätsel lösen können in Computerspielen, trägt auch dazu bei, dass man Fähigkeiten erwirbt, die man sonst nicht hätte. Aber alleine, ganz alleine nur Computerspiele in dieser Welt ist ja das andere Extrem, reicht dann auch nicht. Also ein paar Sozialkontakte zu haben, die vielleicht nicht ausschließlich online stattfinden und vielleicht auch noch irgendwas, womit man sich ab und zu bewegt, ist das auch nicht ganz klar. Also geht mal regelmäßig raus, mal gucken, was die anderen machen. Wenn nicht so, gerade nicht so viele draußen sind. Oder vielleicht gerade jetzt, ne? So, ja, ist vielleicht mal ganz, ganz cool. Ja, würde man mehr Sport machen, ne? Bei Decathlon damals, ne, auf dem Atari, hat man ja immer den Joystick fast abgebrochen. Ist ja auch Sport, oder? Es gibt ja immer wieder diese Versuche, Sport in Spiele zu integrieren. Ne? Aktuell ist, glaube ich, dieser Ringfit ganz in, ne? Benutzen auch einige. Aber ich glaube, man würde nicht einfach das eine oder das andere mehr machen, sondern der Mensch ist, wer er ist. Also wenn man mir jetzt die Computerspiele wegnehmen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht automatisch deswegen ein sportlicherer Mensch, sondern ich würde mich einfach mit anderen Sachen beschäftigen. Und jemand, der sowieso zum Sport neigt, neigt vielleicht auch dazu, bei Computerspielen mehr zu den sportlicheren Dingen zu greifen und überhaupt das in Erwägung zu ziehen, das zu kaufen. Ja, für mich ist Sport sowas wie eine Wochenendveranstaltung. Unterhalb der Woche arbeite ich halt und abends beschäftige ich mich mit auch Medien, Familie,
solchen Dingen. Sport eigentlich nicht. Wenn, dann mache ich solche Sachen eher so wochenendmäßig. So, ne? Klar mache ich auch unter der Woche ein bisschen Sport. Mittwochs ist so mein Sporttag, ja. Aber das ist mehr so Fitness. Ne? Aber so Fahrrad fahren oder irgendwelche Sachen oder irgendwie rausgehen und sich irgendwie bewegen, so, das ist meistens am Wochenende. Ne? Solltest du sagen, was für ein Sport du machst? Bodybuilding. Ja, wir haben so ein Ding im Keller. Fitness, ja. Und Björn ist einer dieser Menschen, gibt es tatsächlich, der benutzt das Ding. Oh. Wahnsinn, oder? Ja. Rasieren oder trainieren? Das stimmt. Entweder rasiere ich mich oder ist. Was? Okay. So, stimmt, ist ein Grundprinzip. Macht ihr Sport? Was macht ihr denn für Sport? Also ich mag Sport dann, wenn er nicht nach Sport aussieht. Ja? Also ich mag gerne spazieren gehen, auch meinetwegen ellenlang. Da kann ich mich mal unterhalten und bewege mich und bin an der frischen Luft und empfinde das überhaupt nicht als Sport. Ich mag auch Fahrradfahren, wenn ich irgendein Ziel habe. Ich gehe gern schwimmen. Also alles das, was irgendwie Spaß macht, weil es Spaß macht und nicht, weil ich dann Sport machen muss. Was ich immer gehasst habe, war zum Beispiel Joggen. Ich weiß auch warum. Weil man sich da nicht unterhalten kann. Auch, ja. Ja gut, Sport. Sport ist Mord. Ne? Online kann man sich treffen mit Leuten. Könnte man das auch, wenn keine Computerspiele geben würde. Wird das eine gehen mit dem anderen einher. Ab wann ist es ein Spiel? Ne? Computerspiel und wo hört's auf und wo fängt's an? Ne? Gibt zum Beispiel so Autos, die haben in ihrem Display ein Kleeblatt. Und wenn man besonders ökonomisch fährt, dann macht man dieses Kleeblatt immer so ein bisschen vor. Wenn man wenig Gas gibt, wenn man hier so den Burnout macht, so, ne? Kriegt man dann irgendwie negative Punkte. Dann macht man so spielerisch, Gamification nennt man das, ne? Spielerisch irgendwie so, ich fahre irgendwie die Kleeblätter voll immer. Ne? Ist ja auch ein Computerspiel, wenn man so will. Ne? Die Begegnung. Gibt's für Zähneputzen solche Sachen, ne? Oder auch für Sport gibt's die auch, ne? Dass einer sagt, so und so viel Kilometer und hin und her. Das heißt, ja, dieses Gamification, dass man die Welt irgendwie spielerisch darstellt oder dass man halt irgendwie spielerisch auch versucht, ernste Dinge miteinander zu verbinden, damit man mehr Spaß dran hat, das funktioniert bei Kindern sofort, ne? Kind möchte seinen Kartoffelbrei nicht essen, dann hier kommt der Flieger, ja, da muss jetzt landen. Das ist der Klassiker, so Gamification. So, ich würde sagen, ohne Games allgemein, egal ob Computerspiel oder was anderes, wäre die Welt ganz schön trist und traurig. Irgendwie schon. So, ne? Auch in schlimmen Zeiten. Hast du eine Community-Frage? Ja. Ich nehme mal zwei kleine. Frage Nummer 1. Gibt es in Elex 2 auch Klopapier? Ja. Auch Deluxe. Wäre auch irgendwie gemein, wenn nicht, ne? Tja, wir waren ja schon früh dran mit unserem Valuable Klopapier, ne? Da wussten wir ja noch nichts von Horten, von tonnenweise Klopapier zu Hause wegen. Stimmt. Corona, Hamstern und so, ne? Apokalypse. Ja. Wir fanden es lustig. War es ja auch. Aber irgendwann wurde es ernst. Die Welt ist manchmal eine Karikatur von sich selbst. Das ist richtig. Ja. Die Wahrheit ist oft schlimmer, als man sie darstellt. Die Frage war aber ziemlich kurz, deswegen nehme ich noch eine. In welcher Programmiersprache schreibt ihr eure Engine? C++. Und da skripten wir auch. Das heißt, irgendwelche Script-Events und solche Dinge, die machen wir auch. Gibt ja auch Skriptsprachen und so weiter, aber die machen wir in so einer abgespeckten Sektion in C++ tatsächlich. So. Ne? Und das funktioniert auch ganz gut bis heute noch. Ne? Gibt auch andere Sprachen und so weiter, aber die passt eigentlich am besten. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und es ist nicht alles zu Ende. Videogames sind toll und alles super und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Werken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Hast du von deinen Eltern mal verboten gekriegt, du darfst keine Computerspiele mehr spielen, dann kriegst du viereckigen Augen und so ein Zeug? Nee, das nicht, aber sie haben es zeitlich begrenzt, ne? Der Klassiker, so nach dem Motto, eine halbe Stunde darfst du jetzt, danach Schluss. Machen wir das auch? Bei unseren Kindern? Schon, ja.
Also ganz ohne geht nicht. Nee.